Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es gleich um mehrere Erfolge und zwar wollen wir uns ein Meta-Achievement anschauen. Und dieses finden wir unter Spieler gegen Spieler. Dann scrollen wir relativ weit runter und zwar haben wir hier Tiefenbeutenschlucht. Und da wollen wir uns heute das Meta-Achievement anschauen. Und zwar schimpft sich das, wie das Ding auch, Tiefenbeute. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Schließt die folgende Erfolge in der Tiefenbeutenschlucht ab. Das sind insgesamt 6 Stück. Und dafür gibt es dann einmal den Titel Tiefenbeuter oder Beuterin. Genau. Das Ganze könnt ihr spezifisch anmelden, denn wir müssen auch 100 Mal das Ding gewinnen. Und ja, dann kann sich das teilweise ein bisschen ziehen. Da gehen wir unter Spieler gegen Spieler rein. Und dann könnt ihr hier umschalten auf spezifische Schlachtfelder und dann hier quasi spezifisch anmelden. So, bevor wir jetzt auf die Achievements eingehen, erkläre ich euch schnell, wie das BG funktioniert und dann schauen wir uns die Erfolge an. Ich denke mal, dass das dann ein bisschen einfacher vom Verständnis. Prinzipiell haben wir in der Tiefenbeutenschlucht ein System, wo wir Punkte holen müssen. Ne? Also 1500 Punkte müsst ihr holen und Punkte verdient ihr in zweierlei Kategorien. Einmal könnt ihr quasi Minenloren halten. Das funktioniert wie Basen in Harati. Solange ihr die haltet, kriegt ihr ständig Punkte. Und wenn diese Minenlore am Ende hier reinfährt, dann ist es so wie die Silberbruchmine, dann kriegt es auch Punkte. Also ich tick die ganze Zeit Punkte hoch, seht ihr, die ticken jetzt schon hoch, weil wir hier die Lore haben, die Horde hat hier die Lore. Und wenn sie reinfährt, kriegt man auch nochmal 100 Punkte. Also es ist quasi wie ein Fleck-BG, eine Mischung aus Arati, eine Mischung aus den Minenloren und zusätzlich noch eine Mischung aus Warsong, denn ihr habt hier in der Mitte einen Kristall, den könnt ihr anklicken. Und den könnt ihr, wenn ihr in eure Base oder in die gegnerische Base bringen. Und dann gibt es auch nochmal Punkte. Das sind auch nochmal 100. Also wenn die hier reinfährt, gibt es 100 Punkte. Wenn der Kristall geholt wird, gibt es 100 Punkte. Und es gibt die ganze Zeit tickende Punkte, wenn ihr die Loren habt. Die Loren nehmt ihr in dem ein, in dem ihr so in einem Kreis steht, die um die Lore quasi rum ist. Genau. Und zusätzlich gibt es dann neben dem Fakt, dass ihr quasi hier unten diese Loren habt, auch noch die Möglichkeit, hier oben mit einer Lore zu fahren. Das geht natürlich nicht, wenn ihr in Gestalt seid. Und da fahren wir dann einfach rüber auf die andere Seite. Also habt ihr so einen kleinen Shortcut hier. Und könnt dann halt ein bisschen hin und her fahren. So, der Priester jagt mich jetzt. Das wollte ich eigentlich vermeiden, dass wir in Kampf kommen, dass ich euch das nebenbei gut erklären kann. Jetzt laufen wir hier einfach mal ein bisschen von denen weg. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Erfolge an sich ein, was ihr dafür Schönes machen müsst. Also machen wir das Achievement-Fenster mal auf, schauen, dass wir aus dem Combat rauskommen. So, also das erste Achievement, was wir haben, ist eine relativ easy Sache oder naja, eher eine langwierige Sache, aber einfach zu verstehen. Ihr müsst einfach 100 Mal das Game gewinnen. Ja, das kann einige Runden dauern. Ihr seht, ich habe die ganzen anderen Erfolge am 8.9. gemacht und bis ich quasi dann die 100 Wins hatte, hat es schon einige Tage bzw. Wochen gedauert. Das ist ein gestaffeltes Achievement. Es gibt quasi einen Erfolg für einen Win. Und dann nochmal für 100 Wins. Das ist übrigens Battle.net-Account gebunden, heißt, ihr könnt das mit verschiedenen Chars machen und es zählt mit allen zusammen. Das nächste Achievement, was wir hier haben, ist dann ein bisschen eine interessantere Sache. Und zwar Sprinten in der Schlucht. Fangt einen Tiefenbeutelkristall 50 Mal in der Tiefenbeutenschlucht. Und es gibt natürlich auch eine Staffelung. Und zwar haben wir einen, dann haben wir 10 und dann haben wir 50. Was ist das? Wir haben hier in der Mitte diesen Kristall. Wenn ihr den anklickt, wir können es jetzt mal aus Spaß und der Freude machen, die werden mich eh unterbrechen. Seht ihr, dann habe ich einen Balken und wenn ich quasi dann durchgecastet habe, kriege ich einen Buff. Wir sind dann auch geslowed und wenn ihr diesen Kristall quasi drauf habt, dann lauft ihr in eure Base oder, was komischerweise auch geht, was ich ein bisschen weird finde, ihr könnt auch in die gegnerische Base laufen und ihr müsst quasi auf diesen Spot hier drauf laufen. Ne? Also hier gebt ihr das Teil dann ab und dann gibt es für euer Team die Punkte. An kleine Randinformationen, hier drüben bei der Horde könnt ihr auch als Ali das abgeben. Also wenn hier viel Kampf ist in eurer Base und ihr seht schon, da komme ich nicht hin, könnt ihr das auch drüben abgeben. Genau. Dann schauen wir uns jetzt das nächste Achievement an und zwar tötet 20 Spielercharakter, die vor kurzem aus einer Minenlore der Irrenden ausgestiegen sind. Und wie funktioniert das? Wir haben oben diese Minenloren, ne? Und wenn ihr rüberfährt auf die andere Seite, das machen wir jetzt kurz, ich muss bloß wieder aus allen Gestalten raus, das geht nämlich sonst in der Lore nicht, dann bekommt ihr einen Debuff, sobald ihr aus der Lore aussteigt und zwar 20 Sekunden lang. Seht ihr, das ist dieser hier.
während diesen 20 Sekunden könnt ihr jetzt nicht mehr diese Lore anklicken. Ihr kommt nicht mehr raus. Ihr seht, die Spieler haben das auch drauf. Und jetzt ist es so, dass ihr für das Achievement 20 Leute töten müsst, die diesen Debuff haben. Heißt, ihr müsst die innerhalb von 20 Sekunden töten, während nachdem die aus der Lore ausgestiegen sind. Ihr könnt das ein bisschen baiten, indem ihr quasi kämpft mit jemandem, dann in die Lore einsteigt, ihn haut schon mal ein bisschen low haut, dann fährt er mit euch rüber und haut ihn drüben um. Das Ganze zählt auch, wenn andere Spieler bei euch im Rating quasi umhauen. Wenn ihr in der Mitte kämpft, ist eigentlich die Reichweite groß genug, dass es quasi mitzählt. Ich würde fast behaupten, dass wenn ihr quasi in der Mitte kämpft, einige Kills nebenbei mitbekommt und dementsprechend bei 100 Games das wahrscheinlich nebenbei bekommt. Ihr könnt es aber gezielt farmen, wie gesagt, am besten am Anfang hier warten, da kommen dann meistens schon ein paar rüber oder halt den Trick anwenden, selber mit jemandem auf einer Seite kämpfen, dann abhauen, manchmal fahren die Leute euch nach und ihn dann auf der anderen Seite quasi töten. Genau, das muss nicht in einem Game sein, sondern das ist halt in, ne, könnt in jedem Game quasi einen killen und das funktioniert auch. Das ist auch wieder eine Staffelung, es gibt halt einen töten und dann 20. Das nächste ist Zeitdruck in der Tiefenbeutenschlucht, da müsst ihr in 7 Minuten gewinnen. Wenn ihr in 7 Minuten gewinnen wollt, dann müsst ihr eigentlich das Game relativ dominieren. Also ihr müsst eigentlich fast die Loren die ganze Zeit haben und mit dem Kristallerchenik durchlaufen. Als nächstes haben wir dann Tiefenbeutenschlucht dicht gemacht. Gewinnt die Schlacht um die Tiefenbeutenschlucht, ohne dass das gegnerische Team eine Minenlore erobert. Und was heißt erobern? Naja, das ist nicht, dass die hier einmal drin sind, sondern dass die hier quasi am Ende, wenn die hier das abgeben, ne, das ist erobern. Und in dem Kreis habt ihr hier einen Balken, wie ihr seht. Und bei diesem Balken ist es so, umso mehr Leute von der eigenen Fraktion hier drin stehen, umso höher, umso weiter geht der Balken für die eigene Richtung quasi, für die eigene Fraktion. Heißt, ihr müsst halt einfach gucken, dass hier ein Haufen Leute drinstehen. Ihr müsst theoretisch die anderen nicht töten, aber ihr müsst halt einer mehr sein oder es muss eine Pattsituation sein, dass ihr das für euch kriegt. Genau, das ist das Achievement. Und dann haben wir tatsächlich noch eins, was wahrscheinlich so ein bisschen das Schwierigste ist, und zwar widerstandsfähiger Läufer. Dafür müsst ihr Folgendes machen: Fangt einen Tiefenbeutenkristall dreimal in einem einzelnen Sieg, ohne in der Tiefenbeutenschlucht zu sterben. Heißt, ihr müsst diesen Kristall, den wir ja hier unten gesehen haben, den hier, den müsst ihr dreimal holen, also anklicken, hochbringen, runterlaufen, anklicken, hochbringen und das dreimal machen. Oh, jetzt müssen wir hier ein bisschen weglaufen. Oh, naja, gut, oder so. Und dabei dürft ihr A nicht sterben und es muss ein Sieg für euer Team sein. Wenn ihr ein gutes Game habt, wo eure Fraktion dominiert und die quasi da oben alle zergen, dann kann das relativ easy sein. Der Kristall spawnt eigentlich ein paar Sekunden, nachdem ihr der abgegeben wurde, unten nach. Also ihr könnt eigentlich den looten, hochlaufen, abgeben, wartet unten noch 10 Sekunden und dann könnt ihr den wieder hochbringen. Ich habe in einem Game, glaube ich, mal 5 sogar zurückgebracht. Und ja, das geht eigentlich ganz gut. Ihr müsst halt das eine Lucky Game kriegen. Wenn ihr das jetzt in den ersten Matches nicht schafft, keine Sorge. Wenn ihr 100 Siege eingefahren habt, bis dahin kriegt das auf jeden Fall hin. Wie gesagt, ich habe die alle am ersten Tag gemacht. So schwer sind diese Einzel-Achievements tatsächlich nicht. Das Langwierige ist einfach nur die 100 Siege quasi zusammenzufahren. Genau, damit sind wir eigentlich mit allen Achievements durch. Sollten dazu noch Fragen sein, schreibt die gerne einmal in die Kommentare. Ich beantworte das Zeug gerne noch. Und ja, sonst sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.